Hallihallo, der Marc vom BGTV ist hier, bei mir ist die Lisa. Hallo. Lisa ist eine Freundin von Sophia. Sophia ist die, die aussieht. Sophia ist Deckhose gebracht, hat eine ganz liebe Kunde mit, glaube ich, mittlerweile auch 10 Videos. Und schön, dass du da bist. Du warst schon mal in einem Video, glaube ich, sogar mit dabei. Ja. Wo sie gut was da stehen hat. Ja. Und jetzt wollen wir selber mit dem Piercing ein Nasenpiercing mit Ring. Genau. Das ist aber auch so eine Bildemania, so ein bisschen. Ähnlich wie Sophia. Also die hat natürlich Locken wie Ronald McDonald, aber du hast auch voluminöses Haar. Die Sophia zieht Frauen mit viel Haaren an, glaube ich. Ne? Das sind Klassenkolleginnen. Ja, kann man sich nicht aussuchen, aber passt trotzdem gut. Ne? Desinfiziert, tun wir jetzt mal kurz schnell das Näschen. Ich habe die schon gefüttert, angefüttert habe ich sie mit Traubenzucker und Wasser, dass du handzahm wirst. Dass du mir nicht irgendwie umfällst oder sowas. Wie alt bist du denn, Lisa? Ich bin 18. Und dein erstes Piercing, oder wie? Genau. Mit Corona gerade doof, das ist. Ja, auch wegen der Maske und so, ich ein bisschen Angst. Wenn ich mal ganz kurz hinten an. Ja. Ich halte mal den Ring. Hier, wo ist mein Spiegel? Wäre jetzt bescheuert. Hast du mal Spiegel hier gesehen? Okay. Ah, da drüben liegt er. Wer da hinten? Wer hat denn da hingelegt? So, ich nehme mal den Ring, halte ihn mal kurz an das Näschen. Nicht stark außer mit dem Kopf verlassen. Okay. Voilà. Ich nehme mal die Hand. Ja. Den Wasser werde ich ganz mehr geben, nehmen wir das Ende mal. Fein. Ja, cool. Ich finde ihn auf Anhieb, ehrlich gesagt, sehr smooth, sehr, sehr schön. Also mir gefällt er, wenn ich ehrlich bin. Ich will ihn jetzt gar nicht groß verändern. Ich finde ihn von der Portion perfekt. Ja. Dann markiere ich mir das kurz so. Das wäre mal der Punkt, da siehst du mal, wo es auch nur für den Stecker wird. Du hast so eine perfekte Nase für beides, was ich in meinen Videos manchmal sage. Es gibt Nasen, die kann man Stecker und Ring willkürlich kombinieren, weil der Punkt immer genau der gleiche wäre, das ist bei dir der Fall. Okay. Es gibt auch Nasen, da ist ein Trade-off. Entweder Ring schön oder Stecker schön, beides geht dann nicht. Bei dir ist beides innerhalb perfekt vom Placement. Cool. Perfekt. Ja. So. Ich mache die Kindergartenschule mit der Sophia. Werdet die verrückten Kindergarten. Also schöner Beruf, sehr erfüllend. Ich habe auch mal im Kindergarten 3 Monate Praktikum gemacht. Marc wollte Kindergärtner werden. Echt? Nein, das war nicht ernsthaft geplant. Aber ich wollte so. Einmal so eine, sag ich mal, eine gemeinnützige Arbeit gemacht und dachte, ich tue mal der Mensch etwas Gutes. Ja. Aber es ist wirklich ein sehr erfüllender Job und aber auch anstrengend. Also muss sagen, ich habe das geliebt. Meine Kinder, die haben mich auch wirklich mochten den Marc ganz arg, ja Marc und so und hin und her. War wirklich sehr beliebt bei den Mädels und bei den Jungs aber auch, aber die wachsen dann auch richtig ans Herz, ne? Ja. Aber wenn du abends, wenn ich heimgekommen bin, dann war ich den Tod. Wirklich ausgelaugt, also volle Akku gezogen, war echt anstrengend. So Schnuckelhase, Augen zumachen. Das haben schon andere überlebt. Ja. Vorher haben wir einen mit dem Hubschrauber rausbringen müssen, hast du mitbekommen? Na klar, geht's. Ja. Oh mein Gott! Crazy! Überhaupt nicht! Ich habe mich so reingesteigert. Siehst du? Reingesteigert für nichts. Oh Gott! Du kommst voll gut rüber in den Videos vom Dings. Du hast eine gute Ausstrahlung. Dankeschön! Bist du ein lebensfrohes Vögelchen, oder? Ja, muss man aber mit der Feder. Befreundet sein, vielleicht muss man gewissermaßen eine Frohnatur sein, oder? Sonst würde man dieses gefüllte Powerpack nicht ertragen. Für die Augen, meine Liebe. Dankeschön. Ich habe einfach ein Piercing. Das ist nur gefaked. Das ist richtige Kopfschmerz. Nein. Nicht schön. Steht dir echt gut. Danke. Du bist happy? Ja, komplett. Happy. So, geschafft! Ja. Wer hätte das gedacht? Das hat ja gar nicht. Die wollte noch eine Videokonferenz mit Sophia machen. Ich habe gesagt, wir haben so viel zu tun, ich schaff's nicht noch. So, meine ich so generell war es eine lustige Idee, aber das hätten wir nicht auch noch eingepackt. Aber du hast die Sophia gar nicht gebraucht. Wir haben es super mega geschafft, ihr zwei, ne? Tja! Super, hast du gut gemacht. So. Ja, ich bin stolz auf dich. Danke. Geschafft. Ich erkläre mal die Pflege noch. Ja. Du brauchst von der Lidsperren Gel. Mhm. Ich werde immer natürlich deine Hände waschen und desinfizieren. Ja.
Dann nimmst du bitte vorne den Spray, sprüh dir da bitte zwei, drei Sprühe Nase außen, Nase innen, die strahlt von ganz. Ich freue mich wirklich so teilen weg. Ich freue mich. Sprühst du quasi ein, außen, innen, eine ja. Zeit, 30 Sekunden ungefähr. Da brauchst du keine Stoffuhr nehmen. Dann nimmst du eine Küchenrolle, reinigst das außen, innen das Näschen, nimmst danach das Gel, Tropfen, außen, innen rauf, Ring bewegen und du bist fertig. Ich denke, den Zettel zwischen den Türen, hat nichts gemerkt. Echt? Echt? Ja, tut mir leid. Nee, schade. Okay, danke. Dies war Drogen. Ja. Endorphin. Körpereigene Drogen, die glücklich machen. Oh Gott, ich hatte so lange Fake-Pissing, dann habe ich das schon so lange drin gehabt, dass ich schon wieder fast ein eigenes Loch habe. Ja, und so rückständig kriegt das, ne? Danke schön. Gerne. So, wie war es denn? Das war so schlimm? Überhaupt nicht. Willst du es wieder machen? Ja. Das war Elisa. 18 Jahre, Nasenpiercing, frisch gestochen, mit guter Laune reingekommen und rausgegangen. Und weiß noch, war gar kein Moment, du hast Angst gehabt. Alles ja, sind das so Angst. Super, hast gut gemacht. Dankeschön, danke. Danke euch fürs Zuschauen, danke dir fürs Filmen. Tschüss, Papa. Tschüss.